2016. Veranstaltungen, Wandern, Ruhebänke und Internet. Ein Jahresrückblick. Es begann mit einer Bürgerversammlung im Januar. Dabei wurde der Film zur 1000-Jahr-Feier vorgestellt. Außerdem ging es um Perspektiven für 2017 und es gab Würstchen, die auch dem Vorsitzenden schmeckten. Das Kulturprogramm startete am 27. Februar mit einem Chanson-Nachmittag mit Monika Rey, begleitet am Klavier von Eva Schüttler. Die Grenzen des Gemeindezentrums waren erreicht, Zuschauer saßen sogar auf der Bühne. Es war wohl kaum ein Lied dabei, das die Zuschauer nicht kannten. In der Pause gab es Pickert mit Kaffee. Der Heimat- und Verkehrsverein hat inzwischen 7 Wanderkarten für Wanderungen in und um Hallingkirchen erstellt. Am 23. März fand eine öffentliche Wanderung in Hallingkirchen statt. Begangen wurde die Baudenkmalroute unter der Führung von Karin Linnenweber. Teilgenommen haben etwa 40 Personen. Auch etwa 40 Personen haben an der Dorfreinigung von Hallingkirchen teilgenommen. Müll wurde eingesammelt und in Container verpackt. Mit Verspätung erschienen wir in der LZ als Verein der Woche im Januar. Teilnehmer erhalten Freikarten für ein TBV-Spiel, das nun am 15. April in Lemgo stattfinden wird. Mitarbeiter der Euvatec haben im letzten Jahr über 30 Ruhebänke in Hallingkirchen wieder auf Vordermann gebracht. Zum Dank gab es ein Helferfest im September. Trotz miserablen Wetters war das Maifest ein voller Erfolg. Die Temperaturen gingen nicht über 7 Grad hinaus. Am Nachmittag gab es Folklore und ein Kinderprogramm und am Abend wurde in den Mai gerockt. Bilanz: 1000 Besucher, 550 Liter Bier und 1200 Bratwürstchen. Und natürlich Glühwein. Der Wettergott war uns auch nicht beim 70-jährigen Bestehen der Kita Hallingkirchen hold. Trotz des Wetters war es für die Kinder ein Riesenspaß mit ganz vielen Spielen und Unterhaltung und insgesamt ein guter Erfolg. Am 11. September waren die Heiligen Kirchner im Festzug beim Dorffest in Berlebeck vertreten. Im Oktober erlebten wir einen Medienvortrag von Dr. Joachim Keil zur Geschichte der Firma Sinalco in Detmold. Den Abschluss der Kulturreihe 2016 bildete ein Flamenco-Nachmittag mit Angeles Santiago, begleitet von Willi Grote auf der Gitarre. Das Publikum war begeistert. Der dichtende Landwirt Frido Petig aus Bega machte den Auftakt zur Kulturreihe 2017. Unter dem Motto »Der Lipper an sich« brachte er das Publikum mit seinen Gedichten und Anekdoten immer wieder zum Lachen. Mit passenden Hits und Schlagern ergänzte Sammy die Vorträge. Am letzten Samstag kamen unerwartet viele Besucher zum Josef-Plaut-Nachmittag. Dr. Peter Schütze trug in unnachahmlicher Weise Texte und Gedichte von Plaut vor.
Ich lieferte dazu die unvergesslichen Hits von Plaut an der Gitarre. Dr. Eugen Heinen und Fritz Brakemeyer beschrieben das Leben und Wirken von Plaut, der vor 50 Jahren in Detmold verstarb. Revolution, es spricht sich herum, es fängt Feuer und einige Beherzte marschieren in die lippische Residenz, reißen friedfertige Bürger mit in den Strudel. Und eine Menschenmenge von 50 bis 100 Lippern, ja, was Philippe Detmold viel besagen wollte, versammeln sich auf dem Schlossplatz. Hanken, komm mal vor die Tür, komm am Becken riert. Wir wollen am Becken von früher kühlen und hier bis Mörde wird. Auf in die Grillsaison 2017. Mitarbeiter der Euvatec haben am letzten Montag begonnen, die Anlage und die Gebäude auf dem Grillplatz zu sanieren. Die Internetseite haltenkirchen.de mit allgemeinen Informationen über unseren Ort wurde 2016 8200 Mal aufgerufen und es wurden 24.000 Seiten gelesen. Die Internetseite 1000jahrehaltenkirchen.de wurde im letzten Jahr 7250 Mal besucht und es wurden 36.000 Seiten aufgerufen. Die Facebook-Seite Heiligenkirchen mit 650 festen Freunden erfreut sich großer Beliebtheit. Beiträge kommen fast täglich frisch rein und manche erreichen über 1000 Personen. Dank an meinen Bruder Günther, der die Seite Heiligenkirchen betreut, Dank auch an Harald Meyer-Johann, der stets mit neuen Bildern zur Seite steht und auch mit mir die Facebook-Seite betreut. Und ein Dank an Bernhard Meyer zu Biesen, der uns mit Informationen versorgt, einmal zur Chronologie und zur Gemäldesammlung.